Jo, hallo, schönen guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr es seht, zu den Lucifer News aus Braunschweig. Unser heutiges Thema ist Merkwürdigkeiten in Braunschweig. Und zwar, ja, ich habe ja schon so einige Merkwürdigkeiten hier aufgezeigt, was hier mit mit den Freimaurern ist. Und ja, wie gesagt, ich habe da also noch was gefunden. Das fiel mir also auf, als ich bei uns bei dem Altstadtrathaus vorbeiging vor einigen Wochen und habe mich gewundert, warum das Stadtwappen schräg reingesetzt wurde. Ich habe hierzu einen kleinen Filmbeitrag gemacht, den möchte ich euch mal zeigen. Bitteschön. Wieder was Merkwürdiges. Guckt euch mal das Wappen an. Das ist also schräg da reingesetzt. Da frage ich mich, was soll das bedeuten? Ja, war der Steinmetzel, das da reingemacht hat, ein bisschen blöde, besoffen? Oder ist das gewollt so schräg reingesetzt? Ja, also äußerst merkwürdig. Eines der Merkwürdigkeiten hier im Ja, wie gesagt, ihr habt gesehen, das Wappen ist da schräg reingesetzt. Ja, ich habe mich natürlich gefragt, warum, weshalb. Ich bin dann da auch in das Museum rein. Mir konnte man da auch nicht richtig weiterhelfen, weil man hatte das vorher auch noch nicht gesehen. Und ich bin dann auf einen Film, der sich mit keltischen Bräuchen und dem Nationalsozialismus und Logen und Freimaurern beschäftigt, gestolpert. Schwarze Sonne ist bei mir auch auf der Homepage bzw. auf dem Nachrichtenportal braunschweig-aktuell.foren-city.de NWO verlinkt, Schwarze Sonne. Und gleich am Anfang habe ich was gefunden. Ich habe euch das hier mal per Film runtergeschnitten. Ich hoffe, man versteht es. Ja, bitte einmal hier den Film. Bitteschön. Vielleicht war es kein Zufall, dass ich ausgerechnet in Irland auf das Buch The Occult Roots of Narcissism des englischen Historikers Goodrick Clark stieß, das die mythologischen Hintergründe des Dritten Reiches behandelt. Der erste Eindruck war Staunen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe also auch nicht schlecht gestaunt, weil wir müssen, wenn ihr euch nochmal an den ersten Film erinnert, ist das ja nach dem Kriege zerstört worden und nach dem Kriege wieder aufgebaut worden. Und wenn ihr die Steine seht, die sehen also relativ frisch aus. Also so lange her ist das noch gar nicht gemacht worden. Und da fragt man sich schon, die Ähnlichkeiten sind frappierend. Wer sich dieses Schild, wie es also auch da in diesem Buch über nationale sozialistische keltische Bräuche beschrieben ist, mit dem Wappen, ihr habt es ja gesehen, da dran gemacht hat, dies an das Rathaus zu machen, an das Altstadtrathaus, das muss ja einen Hintergrund haben. Wer natürlich jetzt noch Informationen darüber hat, warum, weshalb oder wer mir da weiterhelfen kann oder irgendwelche Literatur, die sich mit diesem Brauch oder beziehungsweise mit diesem Zeichen, dass das Schild verdreht ist, irgendwelche Informationen hat, möchte sich bitte an mich wenden. Ich würde das gerne weiter bearbeiten. Warum, weshalb? Ne? Momentan ist also das Einzige, was darauf hinweist, dieser Film, den ich habe, wie gesagt, Schwarze Sonne, der sich damit beschäftigt und gerade wo am Anfang ausgerechnet der Braunschweiger Löwe, wie es da auch ist, auch schräg angesetzt ist. Es ist sehr merkwürdig und wie gesagt, ich würde gerne aufklären, wer und warum das gemacht wurde. Vielleicht weiß auch jemand aus der Stadt oder Stadtverwaltung, wann dieses wieder aufgearbeitet worden ist und wer es gemacht hat vor allen Dingen und wer der Auftraggeber war. Das wäre jetzt interessant zu wissen. Ja, das war die Merkwürdigkeit. Ich meine, wir haben viele Merkwürdigkeiten hier in der Stadt, wie die lustigste Straße und naja. All sowas, aber das ist wie gesagt, das ist ein optisches Zeichen, was da angebracht wurde und es wurde mit Sicherheit nicht aus Versehen gemacht, sondern bewusst so schräg eingebaut, weil es würde vom Platz auch genau reinpassen. Ja, wie gesagt, wer mir da weiterhelfen kann an Informationen, ich bin da gerne bereit, irgendwas aufzunehmen und das mal nachzuforschen, worum es da geht. Ja, soweit so gut über die Merkwürdigkeiten hier in Braunschweig, in der Stadt. Und ja, bleibt schön sauber, bleibt trocken, damit wir uns bald wiedersehen zu den nächsten Lucifer News aus Braunschweig. Tschüss!